Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Backen und Kochen mit Peter. Heute machen wir wieder eine Penny Kochbox Moussaka. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir brauchen dazu Olivenöl, 100 Gramm geraspelte Käse, 200 Milliliter Milch und hier steht vegetarisches Hackfleisch oder Lammhackfleisch. Vegetarisch, nee, will ich nicht. Lamm habe ich nicht gekriegt, also nehme ich Rinderhack. Ich werde das jetzt alles vorbereiten. Zubereitung steht ja alles auf dem Karton drauf. Ich zeige es euch nochmal, bevor wir es in den Ofen schieben und dann gucken wir uns das später nochmal an. Viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt nochmal kurz, was ist alles in der Kochbox drin? Da ist eine Karotte, eine Zucchini, ein Paprika, zwei Kartoffeln, eine Aubergine, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und diese fertige Soße für die Moussaka. Ich werde das jetzt alles vorbereiten, anmischen, in die Auflaufform schichten und dann gucken wir uns das nochmal an. Bis gleich. So, unsere Moussaka ist fertig. Ich habe mich nicht ganz an die Anleitung gehalten. Ich habe zum Beispiel das Gemüse kurz angeschwitzt, habe das Hackfleisch dann gleich dazugegeben, die Moussaka-Soße und die Milch. Habe es kurz angebraten, also was jetzt kurz, dann so 20 Minuten ziehen lassen bei kleiner Flamme. Und ich habe die Kartoffeln nicht geschält. Finde ich Blödsinn, jetzt im Moment sowieso alles teuer genug. Und ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Jetzt kommen wir zum Geschmackstest. Mal sehen, wie es schmeckt. So, geschmacklich muss ich sagen, ist es top. Von der Portion her ist es etwas kleiner wie die Lasagne gestern, also eher für drei statt für vier Personen. Die Lasagne hat eher für fünf Personen gereicht, aber Preis-Leistungs-Verhältnis wieder super. Wie gesagt, ich habe statt veganem Hackfleisch oder Lammhackfleisch, habe ich Rinderhackfleisch genommen. Kann jeder machen, wie er will, aber zu empfehlen kann man machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.